Guten Morgen. Ich bin schon früh wach, 6 Uhr und sitze hier schon zum Frühstücken. Ja, noch scheint die Sonne, aber ein Regengebiet zieht auf, so gegen Mittag. Leider, da werde ich wohl die Regenklamotten anziehen müssen. Und es ist sehr pustig, aber so wie es aussieht, Rückenwind, das ist natürlich das einzig Positive daran. Und ja, schöner Platz eigentlich, aber so ruhig, kaum Leute hier. Ruhe vor dem Sturm ungefähr so. Aber ja, alles Nötigste dabei hier im Waschhaus und ja, Toiletten, alles sauber, nicht im neuesten Zustand, aber es funktioniert alles. Super geschlafen, wieder eigentlich sehr fest, muss ich echt sagen. Und jetzt tut das Frühstück schon ganz schön gut. Gleich noch auschecken, denn wenn ich hier fertig bin. Aber es sind ja noch gute 2 Stunden noch. Aber man braucht seine Zeit, um wach zu werden, zu essen, zu packen, bis das Rad wieder klar ist. Das dauert wieder ewig, bis alles so sitzt, wie es soll. Ja, und dann geht es wieder los. Und heute, ich meine, das sind so 85 Kilometer, die ich vorhabe heute, mindestens, zum Örtchen Ersa. Mal sehen, da ist ein Campingplatz. Ich habe nichts vorgebucht. Mal sehen, wie der Tag läuft. Oder vielleicht nimmt man sich irgendwo ein Zimmer in der Stadt weiter. Die ist ungefähr 15, 20 Kilometer weiter. Mal sehen, wo ich heute lande. Lust habe ich auf jeden Fall. Also fit bin ich auch schon wieder. Es macht einfach Spaß, so eine Reise. Also es kann von mir aus jetzt wieder weitergehen. Also dann erstmal Mahlzeit und dann geht es gleich weiter. Ich bin losgekommen. Ja, der Regen droht, man sieht das schon auf dem Meer. Alles düster in ein, ja, vielleicht 2 Stunden, da fängt es an, für 2-3 Stunden mindestens voll zu regnen. Aber Regenklamotten habe ich mit. Vielleicht kann ich auch ein bisschen abwarten, denn den starken Wind heute, den habe ich meist als Rückenwind. Ist doch perfekt. Da werde ich wohl die 85 Kilometer doch locker abradeln heute, die ich mindestens machen werde, vielleicht auch ein bisschen mehr, muss ich sehen. Schon gleich. Ja, tolles Wahrzeichen hier, dieser Leuchtturm bei Glommen. Das ist der nächste Ort, der jetzt hier gleich kommt. Und hier rundherum ist alles Naturreservat immer wieder, wenn das nicht bebaut ist an der Küste. Ja, Zelten ist hier nicht erlaubt. Also Wildzelten ist schwierig an der Küste. Da müsste man höchstens ein Stück landeinwärts und da könnte man vielleicht in ein Waldstück oder irgendwas finden. Aber hier an der Küste wäre es sehr schwer. Ja. Kalt ist es aber nicht, das finde ich gut, also wird es vielleicht hoffentlich auch trotz Regen heute schöne Bilder geben, also dann wünsche ich weiterhin jetzt viel Spaß dabei bei meiner Tour. Tag, ja, 4 auf dem Kattegat legen. Es fängt jetzt an zu tröpfeln und gerade eben war so eine kleine bunte Hütte, war perfekt zum Umziehen, schön windstill da drin. Ja, jetzt geht es langsam los, noch tröpfelt es nur so ein bisschen wenig, aber es soll auch gar nicht mal so wenig runterkommen. Ja, 2-3 Stunden wird es wohl andauern, mindestens, aber da komme ich durch, irgendwie kommt man da immer durch. Zum Glück habe ich Rückenwind, also der Wind ist doch sehr böig.
Wow, da habe ich echt Schwein heute. Oh, mal sehen, wie es jetzt weitergeht im Regen. Ja, kein schönes Wetter hier. Ah, gießen tut es jetzt nicht gerade, aber es regnet ganz gut. Also zum Glück bin ich mit Rückenwind unterwegs. Ja, es ist, tut gut fürs Land. Es war hier auch etwas trocken, aber muss es ausgerechnet jetzt sein, wo ich da bin. Weil die Wochen davor war es so trocken hier. Jetzt bin ich hier und jetzt fängt hier andauernd der Regen an. Ja, ich muss ja nehmen, was kommt. Ich bin ja auch vorbereitet. So, dieser Ort hier, ich kann den Namen, glaube ich, nicht aussprechen. Hier so ein schöner Hafen wieder hier. Ja, sieht alles ganz toll aus, aber mit Sonne natürlich noch viel besser. Aber damit kann ich heute anscheinend nicht dienen. Es regnet echt so ein bisschen vor sich hin. Was hier richtig fehlt, sind hier überdachte Plätze. Also Bänke gibt es hier reichlich, aber mit Dach, wo man sich mal unterstellen kann, gar nicht. Das habe ich bis jetzt auch noch fast eigentlich nicht gesehen. Denn dann war das wieder mal ein Shelter in der ersten Etappe. Aber hier und gestern ist immer alles nur Bänke und aber kein Dach drauf. Haben die wahrscheinlich Angst, das fliegt weg hier oder so. Aber stürmisch ist es bei uns ja auch mal. Also keine Ahnung. Naja, geht weiter nach. Ich glaube, das große Ort heißt jetzt demnächst Warberg. Ich sitze hier gerade beim Imbiss unter dem Dach, der ist noch geschlossen. Aber jetzt gießt das richtig. Ja, gut abgepasst hier. Oh. Aber es wird bald weitergehen. Ja, irgendwann hört der Regen ja zum Glück auf. Es soll ja nicht den ganzen Tag regnen. Hoffe ich zumindest. Es soll ja so ein Regenband sein, das jetzt durchzieht. Naja, ich mache Pause. Dann habe ich mal eine Viertelstunde oder so keinen Regen. Jetzt habe ich hier Blick auf Warberg. Das sieht ja klasse aus. So felsig hier. Schroffe Küste. Irgendwie so ein Vor ist da vorne. Also sieht anders aus als sonst. Jetzt wieder auf einmal. Aber naja, Regen ist noch da. Würde dann vielleicht noch besser aussehen. Aber was soll man machen? Ich fahre weiter, auch wenn es regnet. Oh, super Spaß bringt es jetzt nicht. Aber ich mache auch nicht so einen Gas jetzt heute. Es ist ein bisschen ruhig. Ich habe jetzt 32 Kilometer, 11:30. Habe noch 50 vor mir bis Elsa. Also ganz Sutsche. Ganz in Ruhe und guck mir das trotzdem an, auch wenn das hier noch grau und grau ist. Naja, weiter geht's. Thank you.
nur richtig widerliches Wetter jetzt. So richtig dichter Sprühregen. Boah, Mann, es ist gleich eins. Hoffentlich hört das bald mal auf. Es nervt so langsam richtig. Aber zum Glück Rückenwind, der tut sein Übriges. Dadurch kommt man ja trotzdem voran. Kalt ist er nicht. Aber es könnte echt mal gut aufhören. Oh, naja, Landschaft ist jetzt wieder anders wieder. Jetzt ist es auf einmal wieder flach. Gerade eben waren mal Felsen. So eine Hügel dazwischen. Also irgendwie alles wieder anders. Das wechselt hier andauernd. Mal sehen, wann ich wieder mal ans Meer stoße. Hier bin ich jetzt am Hafen von den Örtchen Buhr. Endlich mal wieder ein Highlight. Seit Warberg da war, ja, eigentlich nicht viel los. Man hat eigentlich nur die Kilometer abgeschrubbt. Ja, durch die Felder, Plattenland, dann auf einmal wieder ein paar Hügel. Ja, bei schönem Wetter hätte man auch sehr schöne Aussichten gehabt. Ja, aber naja, bei Regen ist doch alles ein bisschen anders. Ja, aber hier jetzt ist doch ein Highlight hier. Ich glaube, da drüben, das könnte ein Atomkraftwerk sein. Kein schöner Anblick im Moment, aber dann hier raus. Felsen, Leuchtturm. Ja, das hebt doch ein wenig die Stimmung. Endlich wieder ein Highlight. So, 25 Kilometer habe ich noch. Über 50 Kilometer habe ich ja schon hinter mir. Ja, man spult ein bisschen die Kilometer ab. Ja, es ist halt Regen. Da fährt sich das halt anders. Ja, aber naja. Bisschen was filme ich ja zwischendurch. Aber sowas hier ist doch wieder ein Highlight, auch wenn jetzt keine Sonne hier scheint. Ja, aber mal sehen, was die nächste Strecke so bringt. Vielleicht kommt mal wieder ein bisschen mehr ans Wasser. Ja. Auch hier könnte es so schön sein. Es regnet und regnet. Auf dem Wetterradar, auf dem Regenradar ist kein Regen zu sehen. Der Wetterbericht sagt, es ist trocken. Aber ich finde, also mehr Regen geht gar nicht. Also da stimmt ja überhaupt nicht. Also Regenradar, den kann man ja gar nicht trauen. Also mehr geht echt nicht. So schade. Hätte man wieder einen tollen Blick hier. Schöne Bucht, irgendwas ist hier. Ja,
Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das Meer. Oh, mal sehen, was jetzt noch kommt. Also ist auch nicht mehr weit. 9 Kilometer. 73 habe ich hinter mir. Ja, man zieht das einfach nur durch. Bisschen schade eigentlich. Ja, und schon bin ich hier auf dem Campingplatz in Ersa. Einfach mal nachgefragt, ob hier ein Platz frei ist. Ja, man darf sich ja hier einen Platz aussuchen. Zurzeit ist ja keine Hauptsaison. Da habe ich mir so ziemlich den windstillsten Platz ausgesucht. Hier günstig gelegen am Servicehaus und hier die Caravans rundherum halten den Wind ab. Ziemlich super. Strandzugang ist hier direkt und Restaurants, Imbiss, alles ist vorhanden. Einkaufen, alles nicht weit. Da habe ich gesagt, ja, okay, dann höre ich heute nach 84 Kilometern auf. Dann habe ich morgen halt noch 90. Das war ja auch mein erstes Ziel heute. Es hat aufgehört zu regnen. Ich hoffe, es bleibt auch so. Wetterbericht sagte ja schon seit ein, zwei Stunden, dass es aufhören sollte. Aber ist halt jetzt erst. Passt zum Glück, dass ich das ja, Zelt noch trocken aufbauen kann. Oh, naja, okay, ich schaue, was es hier noch gibt. Was es zu essen gibt. Kochen habe ich eigentlich auch schon wieder keine Lust. Deswegen, naja, einkaufen, irgendwas werde ich schon hinkriegen. Verhungern werde ich nicht. Also erstmal aufbauen und dann sehe ich weiter. Da kann ich gleich mal zeigen, wie ich das Rad überhaupt sichere. Ich habe hier eigentlich vier kleine Schlösser. Nicht der höchsten Standard, aber das ist alles nicht so schwer, als wenn man so ein richtiges blockiges mit hat. Oh, einmal so ein Drahtschloss, hier so ein zum Zuziehen, habe ich zwei Stück. Ich habe auch noch ein Vorhängeschloss. Also, dann hat man mehr Arbeit, wenn man da ran will. Aber das glaube ich halt nicht hier, sowas so schnell am Campingplatz. Eigentlich nicht, alle gucken. Wer da ran will, will da ran. Und das Zelt, wenn ich weggehe, habe ich auch noch ein kleines Schloss immer dran. Das hält eh keiner auf. Wer da rein will, der nimmt ein Messer und dann ist das Zelt auf. Ist eigentlich Quatsch, aber naja, so ein bisschen Sicherheit will man haben. Oh, die Sonne, die war jetzt gerade eben auch schon mal kurz draußen. Ja, unglaublich. Mann, jetzt kaum da hier angekommen. Alles gut. Naja, noch habe ich nicht gegessen. Ja, und ich schaue mich hier erstmal ein bisschen um. Es ist ja immer noch früh. Es ist gerade mal eine halbe Stunde vergangen. Ja, mal sehen, was ich mache. Da würde ich wohl mal sagen, alles richtig gemacht. Also das ist ja grandios hier. Schon wieder eine total andere Landschaft. Oh, Felsen bis ins Meer rein, schon etwas höher, ein bisschen schroffer. Wow,
Sieht richtig toll aus hier. Ja, mit Sonne wäre es schöner gewesen, aber so ist es halt nicht gewesen. Immer durch Regen heute bis jetzt und dann komme ich am Campingplatz an und dann ist es zum Glück trocken. Ich kann das schön das Zelt aufstellen. Wunderbar, so kann es laufen. Ja, leider unterwegs war es nicht so schön. Es war ja angesagt, dass Regen kam, aber dass zum Schluss noch so lange dieser Sprühregen war, das war natürlich, naja, dadurch kam die Landschaft natürlich etwas zu kurz, aber ich muss sagen, so am Meer entlang und so war gar nicht so viel. Im Binnenland hätte man wahrscheinlich auch noch so ein bisschen Aussicht gehabt, hat man ja gesehen, aber naja, von der Streckenführung her war es heute auch nicht immer so toll. Warberg war mir sehr gut aufgefallen, also das war richtig klasse da an der Küste. Und ja, zwischendurch doch mal an der Hauptstraße entlang, mit und ohne Radweg. Also die sind hier nicht ganz so viel befahren zur Zeit, ist ja noch nicht Ferien oder irgendwas. Da ging das noch, aber sonst, naja, ich weiß nicht, nicht die beste Streckenführung gewesen, aber ich weiß auch nicht, was es sonst so für Wege hier gibt. Aber jetzt stehe ich hier am Campingplatz hier in Asa. 17 Euro kostet er bloß für Radfahrer, also richtig klasse. Tolles Waschhaus, ziemlich neu, aber beim letzten Mal habe ich 35 Euro bezahlt, also 350 Kronen für nicht so viel und alles alt. Also ich muss sagen, es ist hier sehr günstig, sehr, sehr günstig. Also das hat sich gelohnt, hier Stopp zu machen, wenn ich weitergefahren wäre. Ich glaube, da wäre nur noch ein Hotel übergeblieben, weil ein Campingplatz wäre sehr, sehr weit weg gewesen. Also habe ich alles richtig gemacht heute mit meinen 84 Kilometern. Kaputt bin ich nicht, ich habe es locker angehen lassen. Habe ja auch nicht viel Gegenwind gehabt, meistens Rückenwind, die kurzen Passagen im Gegenwind, die hat man aber auch gespürt. Also ich bin froh, dass ich in diese Richtung fahre und so wird es morgen ja auch sein. Der Wind kommt auch wieder ideal Standard für mich, also wunderherrlich ist alles. Ich freue mich drauf, der Regen soll ja, es könnte morgen noch mal einen Schauer geben, werde ich sehen, aber so ein Wetter wie heute soll es zum Glück nicht mehr sein. Oh, also ich muss sagen, Schweden gefällt mir sehr gut. Hab auch schon wieder gut gegessen. Lecker Pizza. Nicht selbstgemacht im Trangio. Nein, natürlich nicht. Ich war hier im Bistro. Also war sehr lecker. Was mir hier aber auch aufgefallen ist in Schweden, die Briefkästen, die sind manchmal zuhauf an der Straße. Also der Postbote muss nicht immer jede kleine Straße reinfahren. Das ist echt klasse. Und was mir auch noch sehr gut aufgefallen ist, jetzt so beim Einkauf oder so, das Pfandsystem in Schweden ist so eine kleine Flasche, so eine Cola-Flasche, was ich meistens so trinke, 0,5 hat eine Krone Pfand, das sind 10 Cent. Man kann sie im Laden abgeben, aber hier stehen überall so eine blauen Container rum. Wenn man es da einwirft, wird das gespendet. Also das finde ich ja richtig klasse. Die stehen überall und nirgends. Also man muss einfach nur einwerfen und hat eine gute Sache gemacht. Also das ist ja aber klasse. Es gibt es natürlich bei uns auch mal so im Laden selber. Aber das finde ich eine ganz klasse Idee. Also andere Länder, andere Sitten. Naja, oh, was soll ich noch sagen? Also das Rad hat bis jetzt gut durchgehalten. Keine Mocken. Auch bei diesem ganzen Regen und Dreck ist es natürlich jetzt auch nicht eingesaut. Aber na, ich habe es schon ein bisschen abgespült. Kette muss ich mal hier nochmal wieder ein bisschen schmieren. Das ist klar, wenn die abgetrocknet ist, spätestens morgen früh. Oh, ja, aber sonst läuft es gut. Der Sattel, da komme ich auch gut mit zurecht. Also ich habe keine Probleme. Also es läuft alles super. Ja, es war schon der vierte Tag. Morgen ist der fünfte. Da ist der Kattegat-Läden zu Ende. Ich bin in Göteborg. Ja, morgen werde ich wahrscheinlich denn abends dann noch wahrscheinlich irgendwo im Hotel einchecken. Revue passieren lassen. Ja, und dann war es das schon mit dem Kattegat-Läden. So schnell läuft die Zeit. Aber bis jetzt war es richtig schön. Ich habe es genossen. Selbst heute, ja, ab und zu war mal die Laune ein bisschen schlechter. Ist halt mal so bei Regen. Aber als ich denn hier war und sah, wo ich angekommen bin, ah, toll. Also ich kann Schweden auch nur empfehlen. Bei Sonnenschein natürlich noch mehr. Ja, ich hoffe, es hat einem gefallen, hat schöne Bilder gegeben. Also dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Anschauen. Moin Moin. Oder wie man hier anscheinend sagt, Eie. Wenn das überhaupt richtig ist.